Dive hat das erste Stofftier der Welt erfunden, 1880, und dann auch den Teddybären 1902. Und wir haben es geschafft, Produkte zu machen, die eigentlich Begleiter für das Leben sind. Wenn Sie in Deutschland jemanden fragen, hat jeder eine kleine Geschichte zu Steif, zu seinem Produkt, was er als Kind hatte und vielleicht jetzt immer noch hat. Und so entsteht eine sehr intime, liebevolle Beziehung zwischen dem Eigentümer des Produkts und dem Produkt selber. Liebe. Die Kunden sollen sich in das Produkt, was sie haben, verlieben. Das ist dieser Blick in die Augen und man findet auch seinen eigenen Bären. Also man findet genau den, der zu einem passt. Sagt von 1908. Dieser hier, der ist auch noch wunderschön erhalten. Dieser Bär hat jetzt eine kleine Weste, haben wir ihn angezogen, weil im Winter friert man ja schnell. Ein Originalknöpfchen und er hat ein Häschen dabei aus den 20er Jahren. Und er hat eine Mittelnaht. Diese Mittelnahtbären sind auch bis 1915 gemacht worden, und zwar aus jedem siebten Bären. Ich war früher Stewardess, bin oft in London gewesen und da hatte man dort schon Teddybären gesammelt. Und da hatte ich einen ganz, ganz kleinen Bären, so 9 cm gesehen, und der schlug kleine Saltos. Und den habe ich mir gekauft und damit war ich überall der Hit überhaupt. Alle sagten, oh, wie süß. Und da habe ich gedacht, der ist so alleine, müsste noch ein zweiter dazu. Und so kam ich zu meiner Sammelleidenschaft. Dieses Kätzchen heißt Fluffy und ist so von circa 1926 voll erhalten, und die ist so süß. Die spricht richtig, finde ich, wenn man die anguckt, nicht? Auch die Größe. Ja, ich finde ihn, er ist so vom Erhaltungszustand so selten und so schön, dass man ein schönes Stück auch behalten muss. Und deswegen möchte ich ihn auch nicht verkaufen. Ja. You wouldn't have found it otherwise. I'm looking at it.